Und weiter geht's mit dem Finale von Aufstieg des Sechsenkönigs. Und weiter geht's mit dem Finale von dem Fall des Sechsenkönigs. Oh Mann, ey. Schönes Timing. Wir sind keinen Mucks. So viel zum Aufstieg des Hexenkönigs. Ist mir egal. Ich rasiere jetzt weiter durch. Das Blutvergießen hat begonnen. Ich bin die Stille selbst. So. Bald alles nur noch Ruine. Zack, 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 zack. Bald alles nur noch Ruine. Das ist wirklich die beste Beschreibung, die man machen kann für diese Mission. Danke, mein trolliger Freund. So, jetzt wird hier mal weiter verwüstet. Schnauze voll von den ständigen Störangriffen. Und vor allem von den vielen Verteidigungsanlagen. Das ist sowieso der Wahnsinn. Da ist echt alles voll mit Türmen und Katapulten und sonst irgendwas. Wir haben das Lager des Feindes entdeckt. So, kommt mal ran. Sehr gut. Fertig, fertig, fertig. Mehr kann ich jetzt eh nicht bauen. Ressourcen schwimme ich mittlerweile. Das Blutvergießen hat begonnen. Holen wir mal Arbeiter. Ich glaube, wir könnten die mal irgendwie verwenden. Vielleicht unter Umständen. Möglicherweise. Doch nicht. Da werden ein paar Salamis verarbeitet. Das soll es jetzt soweit fast gewesen sein. Machen wir noch ein paar Gebäude kaputt. Sollte man nicht rüberschießen können. Perfetto. Gut, okay. Wir haben die Mission erst begonnen, aber ich glaube, die wird noch eine Weile dauern. Wir müssen noch den gesamten linken Flügel kaputt machen und in der Mitte müssen wir auch noch richtig durch. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, so einfach drüber schwimmen kann ich jetzt nicht, wie ich es mir gerne vorstellen würde. Dennoch hätte ich jetzt wirklich gerne den Fall. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Angma muss erstarken. Dass ich mir hier gerne mal eine neue Basis aufbauen würde. Die mir nicht sofort zerschossen wird. Und das Nebenziel mit den Zivilgebäuden müssen wir auch noch erreichen. Also ich gehe schon noch davon aus, dass es noch ein bisschen dauert. Ich meine, ich muss nur die Zitadelle zerstören, aber die ist auch bestimmt... Ich bin bereit für Angma zu bauen. Das ist nicht die Zitadelle, oder? Ah, Regierungsgebäude, ich wollte schon gerade sagen, weil die ist doch bestimmt irgendwo dahin. Ja, da wird die bestimmt. So. Die ganzen Reste kaputt machen. Wir brauchen aber immer noch, um die 75% zu erreichen. Ey, da ist ein Schatz unerreichbar obendrauf. Ich baue aus Eisen und Stein. Aufschließen. Nicht nur das, da komme ich auch nicht mal richtig ran. Ach, so ist jetzt, als würde ich das Geld brauchen unbedingt. Macht euch bereit zu bauen. So, wisst ihr was, wir bauen uns sogar gleich hier auf. Ich mache gleich nochmal eine Schmiede. Hier wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Maden. Ihr kommt auch mal mit hoch. Lasst die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Und ihr kommt auch mal mit. Angma muss erstarken. Ich wünschte, also für die finale Mission hätten sie auch ein bisschen mehr als 800 Bevölkerung sind mitgehen können. Da spielt man die Bösen und muss taktisch eine Stadt zerstören, statt sie einfach zu überfluten. Das ist ein halbes Verbrechen. So, ich bringe Angma Steine und Eisen. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Ausgabe bitte noch dazu. Auch für den Hexenkönig. Die Halle des Königs bitte noch dazu. Und dann können wir mal fast in der Mitte einfallen. Würde mir einfallen. Na, kannst du vielleicht dahin? Ah, jawohl. Und Roger springt einfach mal da hoch. Ich dachte, das ist die Herzabwehrkarte, von daher wird's was. Das ist noch Gebäude. Gebäude. Wichtig. Und weiter. Die Eisenkrone ruft. Wir haben ein Lager des Feindes entdeckt. Ich bin der Erste. Kommt, meine Brüder, reitet hinaus und vernichtet diese Brut. Was heißt da reitet hinaus? Reitet ihr weiter in die Stadt? Also. Ich bin ja schon in der Stadt und so. So, Verstärkungen rufen. Wir haben
bisschen Führerschaft reduzieren, ein paar Riesen holen, ein bisschen Kriegsgesang, ein bisschen Frost da. Das sieht doch gut aus. Oh, das ist doch ein schönes Gefecht. Habe ich schon mal erwähnt, dass es Schlachtmittel 2 echt übertreibt, was Helden und Spezialfähigkeiten und, also die Helden, ihre Spezialfähigkeiten und die allgemeinen Spezialfähigkeiten angeht. Und dann vielleicht noch manche gebäudegebundenen Spezialfähigkeiten, wie unser schöner Eisschuss hier. Kurzum, du könntest das Spiel im Koop spielen. Also du könntest zu zweit hier rumspielen und könntest wahrscheinlich immer noch nicht alle Fähigkeiten voll gut auslasten. Jawohl, ich glaube, da könnte es gehen. Man kann schon fast einen Koop machen, wo ein Spieler nur die Spezialfähigkeiten steuert. Da hat man auch schon immer genug, was man auch oftmals übersieht. Und oftmals einfach nur spammt, damit man es genutzt hat, aber nicht effektiv einsetzt und so. Wir bauen für die Eisenbohne. Ich bin schon unterwegs. Ein paar Türmchen. So, das hier ist... Ja, was bist du? Ein Siegerdenkmal, ja. Das können wir eigentlich für uns stehen lassen, fast, ne? Echt, wir können es eh nicht angreifen. Na ja, gut, fast, ja. Das Siegerdenkmal einfach aus Sarkasmus stehen lassen, ne? Ah. Weißt du was, du kommst nur von hier und schießt ein bisschen. Ja, okay, das ist dann doch relativ fix. Ah, wir sind sowieso noch nicht fertig. Wer weiß, was noch kommt. Vielleicht kommt eine zweite, noch viel mächtigere Welle von den Halblingen. So, das ist eine weitere Truppe, wo noch zwei oder drei Halblinge mehr dabei sind, ne? Das war dem Maxen gar nicht zu viel. Er musste sofort die Flucht ersuchen. Mit dieser Macht konnte er es nicht aufnehmen. Ja, es ist ziemlich uncool, dass hier so viele Leute herumstehen, muss ich sagen. Geht mal bitte wieder. Hui! Leise rieselt der Schnee. Komm, geht mal weg. Versucht euch mal wieder zu... Warum auch immer ihr immer durch offene Tore laufen müsst. Wo ich meine, so schlecht ist es gar nicht, wenn sich die Gelegenheit bietet, aber... Dann, wenn man hat. Ach, stimmt! Ich gab's ja auch noch Hexenkönig. Entschuldigung, dass ich dich vergessen habe. Ich bin der Erbe des dunklen Herrschers. Stimmt, müssen wir noch aufwerten. Angmar muss erstarken. Arbeitet für die Eisenkrone. Ich diene dem Schatten. Die Schlacht hat begonnen. Ne, kommt, bevor ihr euch alle hier so schießen lasst, geht mal weg. Du auch. Du machst mal hier. Und ihr macht hier. Ich möchte noch die ganzen Zivilgebäude zerstören. Kommen wir denn dahin? Nachher fühlen die sich noch allzu sicher. Hat es mein Katapult eigentlich geschafft oder ist es mal kaputt gemacht worden? Ich glaube, es wurde zerstört. Die Dunkelstahlschmiede wurde erweitert. Machen wir ganz kurz Produktionsstopp, weil ich muss mich eh ein bisschen sammeln und noch Gebäude kaputt machen. So. Voilà. Kriege ich dann eigentlich noch irgendwas, wenn ich so viele zivile Gebäude zerstört habe? Ich meine, ich könnte das Spiel jetzt beenden, indem ich hier das Gebäude kaputt mache. So, holt mir noch ein paar Ah ne, es sind die Schneetrolle, so ein paar von denen. Die Halle des Königs ist größer denn je. Und noch ein Katapult. Wir können keine neuen Truppen ausbilden. Toll. Komm, das nächste Mal bitte mit guten Nachrichten, danke. Ach stimmt, wie die ganzen Spezialgebäude, die ich einnehmen kann. Das möchte ich auch mal sehen, was das noch macht. Ich
bestimmt ganz tolle Sachen, die man machen kann. Darf ich meinen Wolfie dann gleich wiederholen? Fast. Die Truppen werden angegriffen. Die Dunkelheit wird unsere Mühlen werden angegriffen. Wir sind die Elite. So, kommt mal ran, Kameraden. Hollalalala, spring mal da rein, bitte. Sprechen wir mal auf. Und das Schweben grünes Land. Die Schlacht hat begonnen. Rüber. Weiter. Ihr schießt wirklich alles. Aber passt, wir sind auf einem guten Weg. So, ein bisschen Eis. Eisgekühlter Kanone. So, rüber, einnehmen. Ich will wissen, was das Kolosseum da so schönes macht. Ah, ne, Moment, das ist der Leuchtturm. Das Leuchtfeuer. Ah, stimmt, Produktion von Bonusaufgabe. Ist meine Bonusaufgabe, alle Schmieden zu zerstören? Davon weiß ich aber auch noch nichts bis jetzt. Warum dieser Keinen ist, da scheint ein ziemlicher Glücksspiel zu sein. Kills. Bestimmt der Spielrunde, der hier eingeschleust wurde. Ich bin nicht mehr, was ich war. Das Gebäude gehört jetzt dem Hexenkönig. Das ist wie der Kainar in Warcraft. Der immer der Wildnis ein Leid zufügt. Kainar wird der Wildnis ein Land zu Leid zufügen. Oder der gute alte Niemand, der chinesische Bauingenieur, der immer die Absicht hat, Mauern zu bauen. So, zack, zack. Turm kaputt. Nummer 1, Turm Nummer 2. Dann die restlichen Zivilgebäude, dann hat. Es wird aber Zeit, dass wir endlich die 75% haben hier. Wir müssen die Aktionäre befriedigen. Wir warten auf die Schlacht. Unter 75% Zerstörungsquote geht da nix. Ja, wunderbar. Ja, haben wir jetzt irgendwas dafür bekommen oder ist das jetzt einfach nur, ja, für Glückwunsch? Hier, ein Fleißbienchen. Kommt Sauron vorbei und gibt einen Fleischstempel ins Hexenkönig-Buch. Ich mache jetzt auch so noch die restliche Stadt platt, wenn wir schon mal hier sind. Wir müssen noch die Sehenswürdigkeiten mitnehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, Freunde, runter, drauf und drüber. Das Blutvergießen hat begonnen. Piu, piu, piu. Ihr seid noch offensiv eingestellt, seid ihr noch nicht mal. Schwing, schwing. Tut mir leid. Wir haben geschlossen. So. Wir haben noch einen Wolfi. Pass auf, jetzt kommt gleich eine riesige Gegnerverstärkung, die mich wegflext und ich bereue, wie weit die Pferde fliegen können. Ich bin jetzt auch wirklich gewundert, wenn ich jetzt nochmal aufgestanden. Aber es gibt ja genug Spiele. Total War Warhammer ist beispielsweise so etwas, so ein Spiel, wo Einheiten manchmal ewig weit weggeschleudert werden, aber weil sie von ihren Lebenspunkten noch nicht tot sind. Also wirst du über die halbe Karte geschleudert und stehst dann einfach wieder auf und gehst so. Aber weil du von AE-Effekten getroffen wirst, die dir eigentlich keinen Schaden machen, aber dich trotzdem wegschleudern. Hat ja Total War Warhammer 2 so ein System. Also ähnlich hätte mich das auch gewundert, wenn die so weit weggeschleudert werden mit ihrem Pferd und einfach wieder aufstehen und so tun, als wäre nichts gewesen. Komm mal. So. Habe ich vor kurzem übrigens, was Total War Warhammer 2 angeht, auch ein gutes Video gesehen, das genau hier das erklärt hat, wie Flächeneffekte funktionieren. Oder es ist ja tatsächlich so, dass Einheiten einfach weggeschleudert werden können, ohne dass sie Schaden nehmen. Also, ja, super. Zerstört 10 Wald. Tipp, zerstört 10 Wald. Ich habe schon 75% der Stadt. Jetzt haben wir noch einen Tipp bekommen und noch 10 Wald. Gibt es da irgendwas Besonderes dann, wenn ich alle habe?
Krieg ich dann ein Headpad von Sauron? Hast du fein gemacht. Ach, hier kann ich die wilden Menschen holen. Die wilden Menschen vom Dönerland, finde ich super. So, jetzt haben wir es doch fast. Es war wirklich noch als Tipp gekennzeichnet. 5 weitere. Der magische Countdown. Da haben wir auf jeden Fall eins. Das ist da oben schon kaputt. Ich muss ja nur auf die grünen Punkte achten, aber so viele sind es echt nicht mehr. Da unten ist noch eins. Dann sich da drüben. Holt sie mir! Dann haben wir 100% Auslöschung erreicht. Zack. Ja, das müssten die sein. 1, 2, 3, 4. Und ich glaube, eins hatte ich schon zerstört, wo stand 5 weitere. Zack. Und zack. Und du bist letztes. Letzter. Entweder habe ich jetzt eins übersehen oder es passiert einfach nichts und ich wurde gebaitet. Müsste aber nichts vergessen haben, oder? Angmar muss erstarken. Soweit ich das sehe, haben wir alles zerstört. Was sagt bloß, dass das letzte Gebäude hier auch noch dazu zählt. Wir sind unterwegs. Gibt's denn irgendein gute Achievements? Ich glaube, ich habe jetzt wirklich alle. Ich habe jetzt 5 Gebäude zerstört. Seit der Stand-Tipp zerstören sie 5 weitere Gebäude. Ich glaube, das war jetzt einfach nur so ein kleines Versteck. Also ich glaube, das passiert nicht. Das war jetzt einfach nur so im Sinne von, ja, guck mal, alles put. Die Eisenkrone ruft. Ich kann nur nochmal speichern für den Fall, aber ich glaube, das war's. Das müsste es gewesen sein. Oh Mann, ganz eigenen Spielstand. Hier, das seht ihr übrigens. Letztes Mal, als ich Mission angefangen habe, 29. als 1.6. Also sind ein paar Tage vergangen. Weil ich dazwischen drin pausiert hatte. Pausiert und pausiert. So. Letztes Gebäude. Klopf, klopf. Hexenkönig am Apparat. Piu. Die bauen gar keine Baumeister. Die haben ein. Okay, das ist natürlich die Schwäche anscheinend von denen. Ich glaube, die bauen gar keine Gebäude nach. Was zerstört ist, ist zerstört. Das heißt, auf lange Sicht könnte man sogar. Also, das dauert dann zwar natürlich eine halbe Ewigkeit, aber man könnte ja, glaube ich, einfach sich eingraben und alles mit Spezialfähigkeiten kaputt machen. Man müsste jetzt nicht mal stürmen aktiv. Ich glaube, da würde das auch funktionieren. Interessanterweise. Auf Wiedersehen. Yay! Wunderschön. Und wieder. Ein eisiger Wind weht über die Länder des Westens. Wieder einmal Zerstörung angerichtet. In einem Regen aus Feuer und Asche ging Angmars Hammer auf Fornost nieder. Arnor erlebt die dunkelste Stunde seiner Geschichte. Tausende liegen in den Straßen. Nach diesem Sieg wird die Bosheit des Hexenkönigs das ganze nördliche Königreich verschlingen. Das Böse war nach Arnor gekommen und hatte gesiegt. Und ich glaube, das war's. Müsste wirklich die letzte Mission gewesen sein. Ich meine, es hat sich auch angefühlt wie die letzte Mission. Ich habe jetzt, wie gesagt, ja nicht mitgezählt, aber es müsste die 8 jetzt gewesen sein. Alles klar. Schön. Dann haben wir das. Schauen wir mal, ob irgendein Abspann noch kommt. Könnte ich mir vorstellen. Wir werden sehen. Ne, das war's. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zusehen. Das war's jetzt mit Komplett Schlachtmittelalter 2. Mit allem, was es so hat. Also wir haben jetzt Vanilla, Schlachtmittelalter 1, 2 und Aufstieg des Hexenkönigs gespielt. Jetzt gibt's erstmal, was Schlachtmittelalter angeht, eine Pause. Mal gucken, was ich dann zwischendrin mache. Wird sich zeigen. Und irgendwann wird es dann mal weitergehen. Also ich weiß, werden wir mal gucken, was wir machen. Ihr könnt mal selbst ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben. Aber was mir durch den Kopf geht, wir können natürlich einen Ringkrieg angucken. Aber was ich schon eher machen würde, ist mal ein paar Mods auszuprobieren. Es gibt zum einen natürlich den Ideen-Mod und es gibt zum anderen tatsächlich noch einige andere Mods. Unter anderem ist sowohl Modder von Ideen als auch von anderen Mods haben mich schon angeschrieben und mir so ein paar Sachen geschickt, die ich mal ausprobieren könnte.
Ich glaube auch für Schlachtmittelerde 1 unter anderem. Also da kann man vielleicht irgendwann mal ein bisschen rumprobieren. Vielleicht werde ich mal so ein bisschen probieren und vielleicht mal ein bisschen was in den Streams zeigen, wenn ich dazu komme. Und wann es mal wieder was auf YouTube gibt, schauen wir einfach mal. Wie gesagt, erstmal eine Pause. Erstmal gibt es was anderes. Und in der Zwischenzeit schaue ich mich ein bisschen um. Ich meine, passt ja auch ganz gut, dass jetzt noch eine Pause ist, bis zumindest Idane anfängt. Weil Idane, soweit ich weiß, zumindest jetzt noch ein bisschen braucht, den einen oder anderen Monat, bis das nächste Update kommt. Und da wurde mir auch schon gesagt, besser wäre es, wenn ich darauf warte. Von daher passt das eigentlich auch. Kann ich mich ein bisschen umgucken, kann ich mich ein bisschen umhören und schauen, was es so gibt. Ihr könnt mir auch ein paar Empfehlungen da lassen. Und wir sehen uns dann, ja, beim nächsten Mal wieder, wenn und wir uns irgendwann mal wieder in Schlachtmittelalter wagen hier auf YouTube. Mal gucken, was es sein wird. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.